Eine Frage, die man als Golflehrer relativ häufig hört, ist, wie hoch man denn auftien sollte oder wie man diese optimale Teehöhe findet. Und diese Frage ist tatsächlich relativ wichtig, denn die Teehöhe kann einen großen Einfluss auf den Treffmoment haben. Je höher man auftiet, desto größer ist das Potenzial, den Ball in der Aufwärtsbewegung zu treffen. Man kann ganz gut sehen, wie hoch Longdriver auftien. Diese versuchen, jegliches Potenzial für Länge zu maximieren. Und wenn man den Ball in der Aufwärtsbewegung trifft, dann kann das den Rückwärtsdrall reduzieren und das kann helfen, den Ball etwas höher starten zu lassen. Und beides sind ganz wichtige Zutaten, um den Ball möglichst weit zu schlagen. Und um den Ball eben stark in der Aufwärtsbewegung treffen zu können, muss der Ball nun mal relativ hoch liegen. Das kann man sich allerdings nur dann erlauben, wenn man auch wirklich den Ball in der Aufwärtsbewegung trifft. Viele Spieler treffen den Ball eben nicht in der Aufwärtsbewegung, sondern die treffen den Ball in der Abwärtsbewegung. Und wenn das der Fall ist, dann würde man extrem Gefahr laufen, den Ball stark zu unterschlagen. Unterschlagen bedeutet, dass man den Ball sehr weit oben auf der Schlagfläche trifft, der Ball geht nur nach oben, überhaupt nicht nach vorne und es hinterlässt diese unangenehmen Kratzer auf der Schlagfläche. Und das wird, wie gesagt, sehr wahrscheinlich, wenn du den Ball hoch auftiehst und den Ball stark in der Abwärtsbewegung triffst. Eine sehr typische Ursache dafür, den Ball in der Abwärtsbewegung zu treffen, wäre eine Schwungbahn von außen. Wenn der Schläger stark von außen an den Ball kommt, dann sorgt das gleichzeitig dafür, dass man den Ball auch stärker in der Abwärtsbewegung trifft. Und diese Spieler tiehen intuitiv schon relativ flach auf. Sie wissen, nur so kriegen sie überhaupt den Ball ordentlich getroffen. Der Ball wird zwar leider relativ flach abfliegen, der Ball wird relativ viel Spin generieren, der Ball wird typischerweise slicen. Allerdings ist das alles noch besser, als den Ball stark zu unterschlagen. Wenn das der Fall ist bei dir, dann musst du erstmal daran arbeiten, dass du einen Draw erlernst. Also der Schläger muss erstmal anders an den Ball schwingen, bevor du darüber nachdenken kannst, dass du die Teehöhe änderst. Wenn du es geschafft hast, einen Draw zu erlernen, das ist natürlich jetzt nicht Inhalt dieses Videos, sondern der Inhalt von anderen Videos. Wenn du es jetzt geschafft hast, einen Draw zu erlernen oder dass der Ball, dass der Schläger anders an den Ball schwingt, mehr von innen an den Ball kommt, dann wird es von alleine so sein, dass du einen anderen Eintreffwinkel hast, dass du schon mal mehr Länge generierst. Und dann kann man immer noch gucken, kann ich jetzt mit einer vielleicht noch höheren Teehöhe noch mehr Länge generieren. Um das herauszufinden, hat man im Optimalfall sogar einen Zugang zu einem Launch-Monitor, also zu einem Gerät, das den Ballflug genau messen kann. Vielleicht kannst du mit deinem Pro in der Nähe oder vielleicht in einem Geschäft, das so einen Monitor hat, vielleicht kannst du da mal eine Stunde buchen oder ein bisschen Zeit dir erhaschen und ausprobieren, ob du mit verschiedenen Teehöhen verschiedene Längen generieren kannst. Also normalerweise ist eben der Zusammenhang, wenn du höher auftiehst, triffst du den Ball mehr in der Aufwärtsbewegung und kannst darüber mehr Länge generieren. Eine typische Teehöhe wäre dabei, dass der Ball in etwa zur Hälfte überhalb der Schlagfläche hinausguckt. Relativ flach aufgetiet wäre sicherlich, wenn das weniger ist, wenn der Ball vielleicht sogar nur mit der oberen Kante der Schlagfläche abschließt. Long Driver tien tatsächlich so hoch auf, dass der Ball deutlich überhalb der Schlagfläche ist und sogar die untere Kante des Balles überhalb der Schlagfläche ist. Generell gilt es eben, je höher du auftien kannst, desto weiter wirst du wahrscheinlich den Ball schlagen. Wie gesagt, trotzdem ist aber halt erstmal wichtig, überhaupt einen guten Ballkontakt zu erzeugen. Und dafür muss eben gegeben sein, dass du den Ball tatsächlich in der Aufwärtsbewegung triffst. Nur so kannst du wirklich von einer erhöhten Teehöhe profitieren. Ich werde jetzt drei Schläge vormachen von drei unterschiedlichen Teehöhen. Die erste Teehöhe wird sehr flach sein, die zweite so mittel und die dritte dann relativ hoch. Und wir gucken mal, welche Teehöhe die meiste Länge generiert, beziehungsweise was der Einfluss dieser Teehöhen auf die Länge des Schlages sein wird. Das ist jetzt erstmal die sehr flache Tee-Variante oder Teehöhe. Wir gucken mal, wie der Ball damit fliegt. Okay, der Ball ist extrem flach gestartet. Der Ball ist auch ordentlich gesliced, weil ich einfach gespürt habe, ich muss von außen kommen, um diesen Ball überhaupt passend zu treffen und überhaupt einen guten Ballkontakt zu erzeugen. Also das war ein recht ausgeprägter Slice oder Push-Slice.
Der Ball ist mit 7,8 Grad gestartet nach oben. Der Ball ist 242 Meter geflogen und war 261 Meter gesamt. Jetzt kommt die mittlere Teehöhe. Wir gucken mal, wie der Ball jetzt fliegt. Mit der mittleren Teehöhe hatte der Ball einen Abflugwinkel von 10,7 Grad. Der Ball ist 258 Meter weit geflogen und hatte eine Gesamtdistanz von 284 Metern. Dann gucken wir noch, was die ganz hohe Teehöhe für einen Einfluss auf den Ballflug hat. Dieser Ball ist mit 14,8 Grad nach oben gestartet. Dieser Ball ist 272 Meter geflogen und hatte eine Gesamtdistanz von 292 Metern. Der Ball ist auch ein kleines bisschen von links nach rechts geflogen, weil ich den Ball ziemlich stark in Aufwärtsbewegung getroffen habe. Warum dieser Ball dann ein kleines bisschen von links nach rechts kurvt, hat dann damit zu tun. Aber das werden wir dann in der Tiefe in einem anderen Video beleuchten. Man konnte gut sehen, wie stark ich auf die verschiedenen Teehöhen reagiert habe. Als das Tee sehr flach war, habe ich gemerkt, ich muss von außen an den Ball kommen, um überhaupt einen guten Ballkontakt zu erzeugen. Ich muss den Ball also in der Abwärtsbewegung treffen und dementsprechend ist der Ball auch ordentlich gesliced, weil ich eben von außen etwas an den Ball gekommen bin. Mit der mittleren Teehöhe konnte ich einen relativ normalen Schwung machen und als die Teehöhe besonders hoch war, habe ich den Ball stark in der Aufwärtsbewegung getroffen. Ich habe dafür auch meine Ballposition verändert. Ich habe den Ball noch weiter links hingelegt, um auch sicherzustellen, dass ich den Ball eben genügend in der Aufwärtsbewegung treffe, um den Ball eben aus dieser hohen Höhe auch noch gut treffen kann. Deswegen ist der Ball auch ein kleines bisschen gefadet, weil wenn der Ball sehr weit links liegt, wenn der Schläger etwas in der Aufwärtsbewegung an den Ball kommt, dann schwingt der Schläger auch ein kleines bisschen mehr nach links und dementsprechend kann dann durchaus mal ein kleines bisschen mehr die Links-Rechts-Kurve entstehen. Probiere also gerne auch verschiedene Teehöhen aus, variiere dazu auch die Ballposition. Wenn deine Teehöhe etwas höher wird, guck auch, ob nicht dazu eine Ballposition passt für dich, die vielleicht etwas mehr nach links wandert und überprüfe dabei, wie gesagt, entweder mit einem Lounge-Monitor oder auch mit dem Auge oder auf dem Platz anhand von Distanzmarkierungen, wie weit du mit den verschiedenen Teehöhen kommst und wie hoch du den Ball noch aufziehen kannst bei gleichzeitig guten Treffmoment. Wenn du dann deine Teehöhe für dich gefunden hast, ist es auch ganz wichtig natürlich, dass du immer die gleiche Teehöhe hast und keine Varianzen unbewusst von Schlag zu Schlag dann auftreten. Dafür kannst du dir Tees besorgen, die eine gewisse Markierung haben und anhand dieser Markierung weißt du dann genau, wie tief du das Tee in den Boden stecken solltest. Die andere Möglichkeit ist, dass du den Schläger einmal hinter dem Ball ablegst und genau dir gemerkt hast und überprüfst, wie viel der Ball überhalb der Schlagfläche zu sehen ist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du auf Gefällt mir klickst und unseren Kanal abonnierst. Schreib doch auch gerne in die Kommentare, wie du für dich die passende Teehöhe gefunden hast und wie du dir merkst, wie hoch du den Ball aufteest. Besuche uns auch gerne auf Facebook und auf Instagram unter Birdie Train. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.